Die werfen sogar gegenseitig ihre Köpfe. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Part 199. Beim letzten Mal haben wir auch den letzten Pilz an den Mann bzw. die Frau gebracht. Und obendrein haben wir das Geheimnis von Saguno enttarnt. Ja. Denn die war des Nächtens hier unterwegs und ist immer zu diesem baufälligen Turm da gegangen. Und dadurch haben wir erfahren, dass sie eine Vorliebe für Gemüse hat. Ne? Ja, und Ritner hat wiederum eine Vorliebe für Mode. Also passen die beiden besser zusammen, als sie wahrscheinlich je angenommen hatten. Und ja, dann kann es jetzt losgehen mit der Bürgermeisterwahl. Ich wette mal, wie gesagt, das wird auf einen Konsens hinauslaufen, wie es immer so der Fall ist. Immer alles Friede, Freude, Eierkuchen in The Legend of Zelda, zumindest so, was die meisten Charaktere angeht. Ne? Schwarz-Weiß halt extrem. Ne? Ja, naja, man kennt es. Ne? Gut, mal gucken, die Wahl steht bevor. Aha. Alles klar, jetzt geht's los, Leute. Ah, du hast die Pilze schon verteilt. Oh, wie ich sehe, hast du sogar schon all meine kleinen Geschenke zugestellt. Sehr schön. Das waren ja die Pilze. Das wird sicher einigen dieser Rednerwähler die Augen geöffnet haben. Bitte sehr, als Zeichen meines Dankes. Maxi Edeltruppe. Das hat sich ja zumindest dahingehend schon mal gelohnt. Das ist ein wertvoller Pilz, den man nur ganz selten findet. Du gehörst ja auch zum Team Saguno. Also iss den Pilz und mach dich bereit für die Bürgermeisterwahl. Ha, Saguno oder Ritner? Geschafft. Wir haben ja beiden geholfen, ne? Ach ja, Sophora hat eben verlauten lassen, dass die Vorbereitungen zur Bürgermeisterwahl beendet sind. Du kommst also genau rechtzeitig. Sprich mit Sophora... über die nächsten Schritte. Aha, mit ihr muss ich jetzt mal reden. Genau, was hat denn überhaupt mit dir gesprochen? Na gut. Ich weiß noch nicht, ob es so erstrebenswert ist, diesen Hut dazu bekommen oder bekommen zu wollen. Naja, mal sehen. Weil er hat ja ganz besondere Eigenschaften. Sophora, das ist er. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Damit kann ich die Bürgermeisterwahl nun feierlich eröffnen. Das Wetter ist geradezu ideal. Oder etwa nicht? Bitte alle auf dem Dorfplatz. Bitte alle auf den Dorfplatz kommen. Aha. Achso, ich dachte, ich soll die bitten. Nein. Das war eine Aussage von ihr. Ob das alle gehört haben, werden wir jetzt sehen. Sophora. Ich möchte nun die beiden Kandidaten für das Bürgermeisteramt bitten, ihre Reden zu halten. Da bin ich mal gespannt. Nicht mal dreifste Sprachausgabe? Oh Mann. Also, ich bin Ritner. Die Natur ist tief in den Herzen der Leute hier verwurzelt. Sie macht uns frei und unabhängig. Wir arbeiten hart und werden reichlich dafür belohnt. Diese Lebensweise müssen wir uns unbedingt bewahren. Ich werde mich dafür einsetzen, dass neue lokale Spezialitäten wie der Hateno-Käse von hier aus die ganze Welt erobern. Wie ihr alle wisst, heiße ich Saguno und habe mir in ganz Hyrule mit meiner Modemarke einen Namen gemacht. Aber das war erst der Anfang. Hateno soll zum Synonym für Stil werden, zum Geburtsort aller neuen Trends. Mit Gemüse lockt man niemanden hinter dem Ofen hervor. Die Mode hingegen bringt Wohlstand in unser Dorf. Das klang mal neulich ganz anders, Mädel. Und niemand kennt sich so mit Mode aus wie ich. Mode ist ja nicht alles, ne? Pah, Mode hat keinen Bestand. Im Moment mag dein Stil im Trend liegen, aber bald kräht kein Hahn mehr danach. Oh, jetzt kriegen sie in die Wolle. Dann werde ich einfach einen neuen Stil kreieren. Ich unterliege nicht den Trends, ich beherrsche sie. Es... reicht! Sophora! Wenn man euch zuhört, wird schnell klar, dass ihr nur an euch denkt und nicht an unser Dorf.
Ganz genau. Sargono, gib zu, dass du schlichte Dinge mehr schätzt als alles Extravagante, und dazu gehört Hatenes Gemüse. Ich weiß, dass du dich zuweilen nachts ins Vorratslager schleichst, um dort das Gemüse zu verputzen. Wie bitte? Aber wieso sagst du denn sowas? Und was dich betrifft, Redner, ich weiß, dass du dich heimlich in deiner Hütte mit Sargono-Mode beschäftigst. Du willst sie nutzen, um bei jungen Leuten das Interesse für dein Gemüse zu wecken. Aber woher? Sargono, ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dir von Anfang an danken sollen, dass du es geschafft hast, unser Dorf und seine Einwohner aufleben zu lassen. Aber nicht doch. Ich muss mich bei dir entschuldigen, dass ich zu stolz war, um dir die Wahrheit zu sagen. Trends sind wichtig, aber sie liegen auch in den Traditionen der Kultur unserer Vorfahren begründet. Liebe Mitbürger, es tut mir leid. Ja, mir tut es auch leid. Sophora, ich möchte meine Kandidatur zur Bürgermeisterin zurückziehen. Oh. Aber Sargono, wir haben es doch dir zu verdanken, dass unser Dorf derzeit floriert. Da kannst du doch unmöglich... Du möchtest mit einer neuen Gemüsesorte junge Leute ansprechen. Ich, die weltberühmte Sargono, werde dir helfen. Du hättest doch einfach fragen können, ob du helfen darfst. Liebe Mitbürger, lasst uns von nun an Tradition und Innovation vereinen. Beleben wir so gemeinsam unser geliebtes Hatino. Na, wer hat's gedacht? Wer hätt's erwartet, ne? Sehr schön. Sie haben sich geeinigt. Das ist doch herrlich. Ich habe von Sophora und Clavia gehört, dass du am Ausgang der Dinge nicht ganz unbeteiligt warst. Dank dir ziehen Hatino nun wieder alle an einem Strang. Ich möchte dir etwas geben. Bitte komme in der Boutique Sephir vorbei. Nur, no, darauf haben wir doch gewartet. Das war ja der ganze Sinn hinter der Aktion hier. Tagebuch öffnen, ja, ja, das können wir uns ersparen, nicht? Wir wissen ja, was passiert ist. Ich habe schon mitbekommen, dass du heimlich mit Sophora gesprochen hast. Aber dass du auch mit Clavia geredet hast. Nun ja, am Ende hat die Bürgermeisterwahl einen guten Ausgang genommen. Erinnerst du dich noch an unser allererstes Gespräch hier? Dieser Sargono Deluxe ist die neueste Kreation der Marke Sargono und mein Meisterwerk. Diese luxuriös geschwungene Form, die exzentrischen Farben, hier stimmt wirklich alles. Diesen Hut kann ich nur jemandem überreichen, den ich für wahrlich würdig erachte. Ich nehme an, du verstehst, was ich sagen möchte. Wirst du diesen Sargono Deluxe annehmen? Ja, mal gucken, was der kann. Du, der nicht nur Hatino gerettet, sondern auch Ritna und mich zur Vernunft gebracht hat? Nur du und niemand anders hat sich dieses perfekten Meisterschaft als würdig erwiesen. Versuch erst gar nicht, mir diese Entscheidung ausreden zu wollen, du kleine Unschuld vom Lande. Ihr seid doch hier auf dem Lande, so ein mehr oder weniger ein Dorf. Schwupp. Sargono Deluxe, ein von Sargono Entwurf des Meisterwerk. Damit wirst du in der Öffentlichkeit die Blicke aller Modebegeisterten auf dich ziehen. Könnte vielleicht nochmal nützlich sein, ne? Dann setze nun den Sargono Deluxe auf und lass den Rest der Welt vor Neid ablassen. So, und nun öffne ich meine Boutique Sephir wieder. Sophora, mach dich bereit, deine Hilfe wird gebraucht. Oh, jetzt wird's ernst. Was mich angeht, ich werde mich ganz neu erfinden. Dafür werde ich mich als erstes meinem Kuriositätenkabinett voll rare Stücke unserer Vorfahren widmen. Schau also vorbei, falls dir mal seltene Kleidung abhanden kommt, die es sonst in keinem Laden mehr zu kaufen gibt.
Eventuell findet sich in meiner Erlesensammlung adäquater Ersatz. Boah, sieht schon recht interessant aus, ja. Nur nicht wissen, was das kostet. Ja. Leibwache-Gewand. Na gut, das können wir noch upgraden, aber... Die Uniform der königlichen Leibwache von Halbe besteht aus leichtem Material und ist kleidsam praktisch zugleich seit kurzem wieder in Produktion. Hyja-Gewand. Das hatte ich auch, glaube ich, ne? In Breath of the Wild. Robustheit und hohe Beweglichkeit machen dieses Gewand bei Reisen in Hyrule beliebt. Ja, aber das macht mehr Panzerung, ja. Und hier ist noch, Moment, Kopfschmuck. Höher Kapuze, passt ja eher das zu höher. Oh, das wird eher, okay, warum gradet sich das ab? Downgrade sich das, wollte ich sagen. Eine Kapuze aus festem Stoff, die nach alter hyanischer Tradition gefertigt wurde, schützt Reisen vor Wind, Wetter und Sonnenbrand. Also da würde ich mich jetzt verschlechtern, ach so, das, ja. Hier würde ich mich verbessern. Ist ja noch nicht abgegradet, muss man dazu sagen. So ist das wahrscheinlich zu verstehen. Ne? Hier bleibt es sich gleich. Ah, das ist die stinknormale Hyja-Hose, ja. Na, die würde ich jetzt nicht kaufen wollen, oder? Hyja-Gewand, na, kriegt man da irgendeinen Set-Bonus? Nee, ne? Ne, ich glaube nicht, dass es dafür einen Bonus gibt. Moment, hier hinten standen die alle, die Sachen. Na genau, ja, jetzt hat sie die nach vorne geholt. Okay, hier konnte man ja schon durchspähen irgendwie durch das Fenster. Und da hat man die schon gesehen, die ganzen Rüstungen. Die waren hier schon untergebracht. Lustigerweise. Na, ja, das war der wahre Grund. Aber was macht der Helm denn eigentlich? Ja. Hm. Oh Gott, der hat eine denkbar schlechte Panzerung. 7. Insgesamt 14. Oh Gott, das wäre ein echtes Downgrade, ey. Was macht das? Nein, wie sieht das aus, ey? Sehr weiblich gleichzeitig, ne? Also, hat er automatisch eine andere Frisur und obendrein auch noch Lippenstift drauf. Wie abgefahren ist das denn? Sind die dann alle lieber zu mir dann, die? Oder kriege ich dadurch bessere Preise? Mhm. Ich will verkaufen. Verkaufen. Nö, ist derselbe Preis. Nein. Ah ja. Nö, wird nicht mehr. Gut, die ist sehr günstig hier. Der Hyja-Gewand ist... Das ist ja wirklich ein Spottpreis. Leibwache ist da ein bisschen teurer. Aber das kann man ja quasi nebenbei kaufen, das andere. Na gut. Na gut, ich nehme das mal. Wahrscheinlich kann man das ordentlich upgraden bei irgendeiner Fee. Ist egal, ich hole mir das jetzt. Ja, denke ich auch. Ja, ja. Mhm. Die erkennen mich alle nicht mehr, ne? Aber vielleicht ganz wichtig für die Gerudo. Ne? Ich mir vorstellen, weil da muss ich mich ja immer als Frau irgendwie verkleiden und da war es glaube ich ganz gut, dass wir da im Vorfeld diese Quest gemacht haben, ne? Hast halt ausverkauft. Kann man nochmal mit dir reden? Na gut, das wissen wir schon. Ah, Federn kannst du in keinem Laden kaufen. Aber mir könntest du noch fündig werden. Möchte verkaufen. Schau dir mein Outfit an. Okay. Oh, dass du mal in einem solchen Outfit zu mir kommen würdest. Diese Auswahl und Zusammenstellung, dafür gebe ich volle 100 Punkte. Du kannst stolz auf dich sein, so ein Modebewusstsein an den Tag zu legen. Absolut einzigartig. Mode ist ein Spiegel deiner Seele. Du solltest deine Individualität unterstreichen und deinen Weg gehen. Hast du ein Auge auf mein... Ja, lass mal sehen. Oh, da hat es ja noch viel mehr. Guck mal an, ja. Hier geht es ja richtig erst ab. Ach nee, das kann ich alles verkaufen jetzt. Hä?
Oder kann ich das jetzt auch bei ihr... Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Kletterhandschuhe, das sind da meine Sachen. Ach, die hat alles Mögliche, oder wie? Kletterhandschuhe, Kletterbeinkleid brauche ich, glaube ich, noch. Hm? Ja, die hat nur das, was ich habe. Oder verstehe ich jetzt irgendwas nicht? Ja, nee, das ist echt. Die hat nur das Zeug. Warum soll ich das nochmal kaufen? Was macht denn das für einen Sinn? Verstehe ich nicht. Ist mir zu hoch. Ah, dadurch weiß ich auf jeden Fall, was mein Zeug wert ist, oder? Aber ich würde wahrscheinlich nur einen Bruchteil dessen bekommen. Ja, die hat hier nur mein Zeug. Ist ja witzig. Oder auch nicht. Was soll denn der Quatsch? Ja. Habe ich nicht verstanden. Also ich verstehe das nicht. Warum zeigt sie mir mein Inventar? Den Inhalt meines Inventars. Hä? Gut, egal. Muss man nicht verstehen. Vielleicht kriegen wir auch noch eine Belohnung von Ritna. Also, hoffe ich mal. Denn dem haben wir ja auch geholfen, ne? Also, er hat ja letztendlich die Wahl dadurch gewonnen, wenn sie möchte. Genau, und wir wollen dann die Krötenrüstung vervollständigen, ne? Und dazu muss ich allerdings die Kurierquest komplettieren. Das machen wir auch. Die werde ich jetzt wieder aufgreifen. Oder weiterkommen erstmal. Immer eins nach dem anderen. Was sind der Redner eigentlich? Ach so, vielleicht weiß sie nie aus. Ach du bist es. Vielen Dank für deine Hilfe bei der Bürgermeisterwahl. Dank dir haben sich mein Mann und Sagono wieder vertragen, wie es scheint. Aber wahrscheinlich finden sie irgendwann einen neuen Grund, sich zu streiten. Sie sind sich einfach zu ähnlich. Stimmt. Ähnlicher, als sie je gedacht haben, je angenommen hätten. Naja, wenn es so weit kommt, wissen Sephora und ich die beiden schon zu zügeln. Sephora, meine ich. Ist egal. Es spielt keine Rolle. So, Ah, wo ist der Heini? Aha. Beten. Ach so, ne, ich hab ja noch. Moment, hab ich genug? Glaube nicht. Nee. Nee. Ja, ich weiß. Ist der jetzt wieder hier? Nö, das hat man schon gelesen. Wo ist denn der hin, der Bürgermeister? Ein Rathaus gibt's hier nicht oder so, ne? Na gut, wir waren jetzt bei ihm zu Hause, also da wird es jetzt nichts weiter geben, denke ich mal. Also, glaube ich zumindest nicht. Gut, na denn, würde ich mal sagen, Leute, machen wir weiter mit der Kurierquest, denn wir wollen ja die Rüstung vervollständigen. Wie lange hat denn das jetzt gedauert, ja? Ich glaube, ich werde meinen albernen Hut gleich mal abnehmen. Ja. Mehr als genug Zeit haben wir noch dafür. So, dulle. Damit muss man extra ablegen, ist ja Quatsch. Doch, man muss eine andere Rüstung anziehen. Ja, der war relativ stark, der Helm, ne? So, was haben wir jetzt bekommen? Das ist die grimmige Gottheit-Panzer. Was haben wir denn gekauft jetzt gehabt? Ach, das Teil, ja, ja, unter anderem. Leibwache-Gewand. Oh, das hat ein... Oh, yeah. Ja, das hat einen deutlich besseren Gesamt... Also erhöht unseren Gesamtschutz... Ganz erheblich, würde ich mal sagen. 4? Na gut. Was macht eigentlich Barbarenrüstung, ne? Das war, glaube ich, die Barbarenkleider. 21, oder? Das ist noch ein bisschen besser. Gut, die muss ich dann erstmal tragen. Bis ich das andere aufgewertet habe. Also die Leibwarenrüstung.
Was haben wir denn für die Beine hier? 23 Schutz, ja. Ja, machen wir erstmal, bauen wir erstmal unseren Schutz aus. Ja. Mhm. Ero Beinschutz. Ja. 9. Ja, 23. Mehr gibt's nicht, okay. Das ist unser bester Schutz aktuell. Gab's hier noch eine Quest von der? War ein Krämerladen, ich glaube, ich kann mal nur Sachen kaufen, oder? Ja. Wie heißt der Fichtjoff? Ich habe es gelesen, Fichtkopf. Das hier ist der Krämerladen Mistral. Wir führen sämtliche der lokalen Spezialitäten Athenus. Dank Sargono von der Boutique gegenüber wird dieses Dorf neuerdings auch die Modehauptstadt genannt. Aber eigentlich ist Hateno seit Urzeiten ein stolzes Bauerndorf. Und in unserem Angebot findest du all die hochqualitativen Produkte, die unsere Felder und Höfe so hervorbringen. Ich empfehle vor allem eine ganz neue Kreation von Hateno Bauernhof, den Hateno Käse. Jo, da sind wir nicht ganz unschuldig dran gewesen. Natürlich hoffe ich, dass du ihn von uns kaufst. Aber es gibt auch noch ein ganz besonderes Bauernhofangebot. Wenn du direkt zum Bauernhof gehst, kannst du dort Milch gegen Hateno Käse eintauschen. Das wissen wir. Ob durch die Modemarke Sargono oder ein neues exklusives Produkt, mich freut es, wenn dieses Dorf neu belebt wird. So, damit beende ich meine Verkäufer-Sermon. Ja. Sehr schön. Tut mir leid, dass du warten musstest, aber wir sind auch ein Geschäft. Nun sag mir, warum bist du hier? Ah, ich will verkaufen. Was ist das für ein Hut? Na, ja, das wissen wir schon. Pflicht. Ja, gut. Oh, der hier ist schon so. Wissen wir schon. Den vor langer Zeit von hier weg, um Mode zu studieren. Ja, und dann kam sie wieder. Und ja. Das Dorf erreicht. Und ja, ich interessiere mich eigentlich nicht sonderlich für Mode. Aber meine Frau Amira hat eine Schwäche für Trends. Sonst noch etwas? Ich kann nur verkaufen, oder? Okay. Kann ja gar nichts kaufen bei dir. Achso, das muss ich mal wahrscheinlich auswählen. Komm nicht auf den Gedanken, dich direkt vom Feld zu bedienen. Na, haben wir schon probiert. Wenn du Gemüse willst, musst du zu uns kommen und das kaufen. Haha, denn wir sind gierig. Nein. Aber vielleicht ist hier die Milch günstiger als der Käse. Boah, ist ja teuer. Die Milch ist günstiger. Also spart man dann schon, nicht unerheblich. Gut, naja, ich würde mal sagen, war es das hier erstmal in Hateno. Genau, und dann müssen wir ja noch diesen Baum finden, ne? Diesen besonderen Baum. Den Deku-Baum. Um letztendlich zum Masterschwert zu gelangen, ne? Aber da haben wir leider noch keine Info bekommen, wo der sein soll. Ah, Moment, Leute, ich habe jetzt noch eine andere Idee. Oh nein, oh, die haben eine Quest für mich. Redner, ja, genau. Ach, Redner ist hier. Siehst du, mit dem wollten wir sowieso nochmal reden. Oh, hallo, wegen der Bürgermeisterwahl schulde ich dir was. Stimmt. Ehrlich gesagt habe ich bereits im Geheimen alle meine Forschungsergebnisse zusammengestellt. Und ich versuchte, Gemüse nach Sargono-Art zu ziehen. Ja, pflanze einfach Pilze. Wie sehr wir uns auch abmühen, der Erfolg ist uns einfach nicht vergönnt. Jedes Mal kommen die Monster. Ah, ich muss Monster schlachten, okay. Verwüsten das Feld und schon ist alles wieder hinüber. Wir beide fühlen uns den Monstern im Kampf nicht gewachsen. Es wäre also gut, wenn wir einen starken Beschützer hätten. Ich übernehme das natürlich. Eine Spezialität aus Hateno, Nebenaufgaben. Wirklich? Du benimmst das für uns? Vielen, vielen Dank. Nach unserer Beobachtung kamen die Monster spät in der Nacht und kehren bei Sonnenaufgang in ihr Versteck zurück. Ich kann dich doch nicht mit dieser Aufgabe allein lassen. Lass mich dir helfen, das Feld zu bewachen. Ich bitte dich, wenn ich Monster in die Enge treibe und ich nicht mehr kann, erlaube mir bitte, mich zurückzuziehen. Bleib lieber gleich weg. Bist du bereit, mit mir dieses Feld bis zum Morgengrauen zu bewachen? Auf geht's.
Jetzt sofort? Doch. Wenn wir schon mal hier sind. Wunderbar. Dann lass uns hier bleiben und nach Monster ausschalten. Es kann nicht lange dauern, bis die Monster kommen, um das Feld zu verwüsten. Ich hoffe sehr, dass du sie irgendwie vertreiben kannst. Das Morgenlicht vertragen sie wohl nicht. Wenn wir das Feld verteidigen könnten, bis die Sonne aufgeht. Da kommen sie. Leeling, bitte hilf. Okay, meine Freunde. Wo sind denn die? Und wie kommen die gerade nicht? Na gut. Und alleine kämpfen. Oh, da kommen noch mehr. Oh, die kommen in Wellen. Ach, scheiße. Was ohne meine Freunde? Oh, das ist ein großer. Ah, schnell den großen Pfeil machen. Das gleiche lieber. Da zuckt noch ein Arm rum. Da kommt mal mehr, ey. Hä? Oh. Nein, die Waffe, verdammt. Gut. Oh ja, deutlich stärker jetzt damit. Das könnt ihr ordentlich verpilzen. Na, wartet. Oh, ein Bogenschütz ist dabei. Hörner haben sie bei, aber keine Herzen mehr. Was? Kaputt? Wie in so was? Huh, was war denn da? Ich kann nicht mehr. Mir bleibt nur der Rückzug. Oh, hätte ich den jetzt verteidigen müssen die ganze Zeit? Oder ich könnte ja noch alleine weiterkämpfen, ne? Hm. Au, au. Da sind viel mehr Monster, als ich angenommen hatte. Wie frustrierend. Ich habe mir solche Mühe mit dem Gemüse. Ich habe mir solche Mühe mit dem Gemüse gegeben. Es werden immer mehr Monster kommen, wenn wir nichts unternehmen. Bitte hilf uns dieses Mal, das Feld zu verteidigen. Okay. Gescheitert. Genau. Heute Nacht werden sie was erleben. Ha. Gut, dann wisst ihr ja zumindest, dass ich ihn verteidigen muss. Ja. Nicht, dass der einfach dann abhaut und ich muss lässt mich dann mit den Monstern alleine. Ja, ich nehme eine andere Waffe. Oh Gott, nee. Damit kann ich nicht viel anfangen. Welche Waffe nehmen wir denn da? Oh, ich nehme mal die. Recht praktisch. Die fallen ja sofort in sich zusammen danach. Verdammt. Ist ja zu seinem Kopf gekommen. Oh, er hat der Reis dabei. Aua. Oh oh, wir greifen ihn ja an. Die werfen sogar gegenseitig ihre Köpfe. Okay. Irgendwie ist sie sehr langsam, die Waffe. War sonst effektiv, aber langsam. Achtung, muss aufpassen. Ah, der heult schon wieder. So, da ist noch einer. Gegen wen kämpft der denn?
Oh, die werfen mit Steinen. Oh Gott. Ist zerfallen. Oh oh. Oh oh, zwei große. Ei, aua. Aber da sieht man, wie gut die Rüstung ist, ne? Die sie so upgegradet haben. Junge! Was ist denn das, ey? Das ist gar nicht mal so ohne, die Aufgabe hier. Cool, Junge. Uff, das war's. Ach, der hat ein... Was hat der offen? Ein Eimer oder sowas. Hurra, mit der Morgendämmerung sind die Monster verschwunden. Nun ist unser Gemüse in Sicherheit. Puh. Na, Gott sei Dank. War ganz schön... Boah, war heftig. Naja, nicht wirklich. Wir haben es geschafft. Die Kürbisse. Dank dir konnten wir die Kürbisse verteidigen, an deren Entwicklung wir so hart gearbeitet haben. Stimmt, er hat ja irgendwas mit Kürbissen gehabt. Vielen, vielen Dank. Wie umwerfend schön sie im Licht der Sonne strahlen. Ach ja. Ah, Sonnenkürbis wäre dann doch ein passender Name dafür, nicht wahr? Na klar. Runde, köstliche Sonnenkürbisse. Ja, das passt wunderbar, finde ich. Sonnenkürbisse, ja, ein trefflicher Name. Hier hast du eine Belohnung. Natürlich, Sonnenkürbisse gibt's. Das Gemüse und die Felder hier sind der Schatz von Adelo. Also danke ich dir von Herzen dafür, dass du ihn beschützt hast. Wir lassen Frau Sagono noch einen Blick auf die Kürbisse werfen und verkaufen sie dann als eine echte Hateno-Spezialität. All das verdanken wir dir. Das stimmt wohl. Haha. Oder so. Geschafft. Habt ihr sonst noch was? Nö, ne? So, aber ich glaube, das war's, Leute, hier mit den Quests, oder? Ist oben noch was? Ja, ich könnte mir vorstellen, was macht, sagt Nietzsche, ich darf ja nichts pflücken, leider. Ja. Wollte schon fast für den Knopf drücken. Ah, aber mit ihr ist ja auch nichts weiter, ne? Ja, ja, das können wir ja schon alles, ja, ja. Ja, ja, okay. Naja, so weit haben wir schon mit dir gesprochen. Wie gefällt's dir so? Unerwartet. Kröten oder so. Ach, die mit ihren Sportkröten, genau, das war die. Ja, das haben wir ja schon gemacht, die Quest, ne, mit den Sportkröten. So, was sagt die Zeit denn, Leute? Oh, okay. Ja, das wollte ich noch austesten. Oder mache ich das beim nächsten Mal, bevor ich dann mit der Kurierquest fortfahre. Wollte ich ja nochmal sehen, ob ich oben in das Hateno-Institut reinkomme mittels des Brunnens. Ne? Und war ich schon hier in sämtliche Gebäude gelangt. Und vielleicht gilt das ja auch für das Hateno-Institut. Ne? Dann treffen wir dort vielleicht auf die Jäger. Wäre natürlich sehr, sehr praktisch. Wenn da noch ein Brunnen wäre, ist das natürlich, ne? Weiß ich nicht, hatte ich da einen Brunnen entdeckt da oben? Ah, wir müssen den ja nehmen, der hier ist. Hat hier nur, ja. Ne, beim Institut sehe ich jetzt gar keinen. Vielleicht, weil wir die noch nicht betreten haben oder so. Ah, ich gucke mich mal hier in der Nähe um. Da ist eine Mühle. Das ist ein Turm, genau, da muss ich ja auch noch hin. Ja, ich werde wahrscheinlich mir erst den Turm vornehmen, bevor ich dann die Kurierquest oder mit der Kurierquest fortfahre. War hier noch ein Brunnen? Und dann könnte ich... Wo ist denn das Institut überhaupt? Das Institut ist da oben. Okay, hier war aber kein Brunnen jetzt mehr. Ja, so weitläufig war die Höhle dann doch nicht, ne? Ah,
Aber wie gesagt, vielleicht ist da oben irgendwas Brunnenmäßiges. Wäre natürlich praktisch. Oder es hat schlicht und ergreifend zu und man kommt auch nicht rein. Oh, da ist ein... Da ist ein Händler. Was macht denn der hier? Den kennen wir, glaube ich. Ja? Bendumin? Sag mal, du hast mich doch aus dieser Höhle gerettet. Ah ja, der war das. Stimmt, das war der aus Angelstadt. Heilige, der mit Flaschenpost, ne? Heilige Makrele, ohne dich wäre es schiefgegangen. Dank dir kann ich meine Waren wieder verkaufen, wie du siehst. Ich fange jetzt selbst Fisch, damit mir der Nachschub nicht ausgeht. Und das macht so richtig Spaß. Ich hoffe, damit kann ich viele Leute satt und glücklich machen. Ich habe beschlossen, meine Waren in Ateno Fall zu bieten, weil es dort von diesen Sagono-Verrückten wimmelt. Ich habe jetzt ganz frisch durch diesen Käse, noch diesen Käse im Angebot, der in Ateno derzeit in aller Munde ist. Wortwörtlich, wollte gerade sagen. Meine Spezialität bleiben auch natürlich die Fische. Nö, ich will nichts kaufen. Wiedersehen. Danke, war nett, sich mit dir zu unterhalten. Huch, da seid ihr endlich wieder. Toll, ich hätte vorhin hier brauchen können. So, okay, vielleicht ist ja hier eine Höhle. Das sieht hier so danach aus. Das könnte man sich hier irgendwie reinsprengen. Nee, nee doch nicht. Da ging es runter, genau, da waren wir ja schon. Da haben wir ja überhaupt erst die Flaschenpost entdeckt. Sehr witzig, ja? Immer genial, wie die Welt auf einen reagiert, ne? Und auf das, was man schon erreicht hat und so. Das ist immer ganz cool. So, aber cooler wäre jetzt natürlich noch ein Brunnen. Da oben, ich glaube, da oben ist kein Brunnen und so. Also, zumindest habe ich keinen bewusst wahrgenommen. Auch nicht unterbewusst, oder? Weil hier keiner ist. Ja, okay. Okay, Leute. Na gut, ich glaube, da komme ich da nicht rein. Nehme mal stark an. Das wäre wahrscheinlich Zeitverschwendung, jetzt dem versuchen, ja, oder versuchen zu wollen, da hineinzugelangen. Ich glaube, das geht einfach nicht, weil die Pura ja nicht hier ist und so, ne? Und ihr Kollege ja auch nicht. Und insofern hat sich das hier erledigt, Leute. Na gut, dann mache ich beim nächsten Mal weiter. Und versuche dort den Turm freizuschalten. Ne? Dann haben wir hier wieder ein ganzes Stück der Karte freigeschaltet. Und ja, wir können uns ein besseren Überblick machen. Ne? Der fehlt nämlich hier noch so ein bisschen. Also dann Leute, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Schack, lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr, lasst einen leckeren Norden da. Bis dann.